Das sieht hier alles ganz schön grau aus. Niesel vor sich hin. Mach mal weg hier. Es ist woanders schöner. So, wir wollen hier in den Norden den Teil noch erkunden. Und hier ist ein Turm. Was ist das? Ah, das ist oben auf der Klippe. Da kommen wir wohl nicht so leicht hin. Skorpione haben wir da. Und was ist das andere denn? Fliegende Skorpione? Ja, Halleluja. Normale Skorpione waren ihnen nicht eklig genug. Wir haben auch fliegende Skorpione. Dann haben wir einen Runenbär. Es ist wunderschön. Was Besonderes. Das aufgeschüttete Grab. Diese Dinge, die im Hauptspiel die versteckten Dungeons angezeigt haben. Was machen die denn hier? Und da haben wir auch einen Dungeon. Nicht ganz so versteckt. Kleine Akkuschweinchen soll mich mal in Ruhe lassen. Ende der Welt hier. Hier ist Schluss. Einmal im Kreis geritten. Hier haben wir den Runenbären. Schauen, ob wir auch was Interessantes sehen. Und sonst gehen wir da hinten in den Dungeon, würde ich sagen. Oh, hier ist ein anderes Gebiet. Das ist richtig grün hier auf der Map. Ja, aber bevor ich mir das angucke, das lässt sich ja ganz gut abgrenzen, dass man das später macht, dass man weiß, dass man da noch nicht war. Wenn ich das grüne Gebiet hier nochmal außen vor lasse. Nein, 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 komm, das darf mal schön bleiben. Das darf mal schön bleiben. Ist aber hartnäckig. Ja, jetzt haben wir's. Danke. Die Runenbären sind jetzt nicht so schwer. Ist eigentlich mal ganz okay, aber
Ich will nicht. Ich will in den Dungeon. Hut voller Hornsplitter. Da hat jemand die Leichen gefressen. Mit Knochen und dann wieder ausgeschissen. Sehr schön. Danke für dieses Environmental Storytelling. Halt! Wendet euren Blick von mir ab. Ich flehe euch an, seht weg. Katakomben am Skorpionfluss. Der Name ist Programm. Dann weiß man gleich, woran man hier ist. Finde ich gut. Kannst damit nur rufen, nicht wegschicken. Okay. Das ist die Monsterversion von den Fröschen. Nicht hinterher springen. Mach nicht den gleichen. Au, au, au! Der muss mich nur angucken. Jetzt geht's los. Okay, das ist die dritte Stufe, die dritte Entwicklung. Verjüngende Boli, ja. Das ist mal ein guter Tipp, in der Tat. Die lassen sich auch immer neuen Quatsch einfallen. Iris der Verfinsterung. Auf das Auge eines anderen legen, um Licht in all seinen Formen abzuhalten. Was habe ich denn da für Kram? Den Segen einer ausgerüsteten großen Rune zu erhalten, auf Kosten aller derzeit gehaltenen Runen. Das eine ist eine Zahl, das können wir einmal verwenden. Marikas Rune. Ja, deswegen war ich jetzt gar nicht hier. Für verjüngende Boli war ich hier. Das Blöde. Ausrüstung checken. Zumindest neue Spiegel. Genau. Beim Abwehren. Alle Schadensresistenzen unten die Sachen. Immunität, Robustheit, Fokus und Lebenskraft.
Und hier oben ist Schadensresistenz ein Quatsch. Das sind hier Magie, Physical, Feuer, Blitz und Heilig. Das sind Schadensresistenzen. Was geht denn immer als Angriffsketten? Zum Beispiel, ich mache nur so Zweier-Kombos. Wie habe ich das denn nicht getroffen? So ein Gesicht wie die haben hier, wenn man fast die Drohung von Duke Nukem wahrmachen. So, hier links. Da geht es weiter runter. Eine andere Abzweigung hatten wir noch nicht, außer dass man der Brücke vielleicht seitlich runterspringt. So, es gibt keine Nahkämpfe. Oder doch auch. Oh, das ist ein Todesfrosch. Ich kann auch wieder oben drauf springen wahrscheinlich. Hier geht es eine Ebene tiefer auch noch. Folgt einen schön, wenn man da dem vor dem dritten Mal wegläuft. Hm. Fairerweise hat er gewartet. Nett von dir.
Schwarzer Ritter, Captain Hugh. Den können wir uns jetzt beschwören. Was ist hier los? Ah, dafür ist es da, mich die ganze Zeit blöd angeguckt werde. Da hinten hockt der. So kommen wir zu dem hin. Schön. Warum macht denn er so einen großen Vorwärtsschritt? Ja, das entspannter angehen können. So, jetzt die Augen kaputt gehauen. Kann ich kaputt hauen? Ich war so geschockt. Okay, da sind die Augen immer noch. Ja, das gucke ich mir jetzt auch nochmal an. Wo hätte ich denn machen müssen? Dann ist ja relativ sicherlich an der Stelle eigentlich. Kann die echt nicht kaputt machen. Und das Ding auch nicht. Ich glaube, die Antwort ist nein. Oder ja, je nachdem, wie man die Frage genau formuliert. Aber ich würde sagen, man kann sie nicht kaputt machen. Ritterblitzschwer! Danke sehr. Das geht sehr viel tiefer. Das ist nicht eine Ebene mit dieser anderen Geschichte, wo ich jetzt eben runterspringen können. Ist hier schon der Boss? Gerade eine Statue gesehen. Ach so. Ja klar, guck mich ruhig an. Kein Stress, Buddy.
Man geht nach unten. Nichts machen jetzt, oder? Selbst von vorne. Bestimmt gibt es irgendein Item oder irgendein Zauber, mit dem das dann doch geht. Okay. Denn? Nein, nein, nein! Ich hab jetzt mal vor. Okay, er hat nicht. Warum man den so backsteppen kann, Leute. Er hat gutes Aim. Wer will das nicht? Dann halt nicht. Dann halt nicht. I don't give a. Oh. Ja, ich höre schon überall um mich rum britzeln. Komm mir das kurz. Nein, 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 nein. Okay, der wurde dann doch trickier, als ich dachte, mit verschiedenen Zauberern, zwei diesen Typen. Die Sachen, die auch aus dem Boden gekommen sind. Marikas Pfahl ist zum Glück nicht zu weit weg, aber trotzdem. Mich nicht an. Ah, ist er gleich gekommen, ja gut. Zu früh gerollt. War nicht so viel Zeit tatsächlich. Ist keine langatmige Animation oder so. Jemand auf mich oder was? Okay. Beim ersten Mal auch besser gemacht. Gucken wir uns mal kurz hier um. Da können wir lang gehen. So ein Homing-Shit. Das liebe ich ja. Ey! Okay, okay, okay. Die Frösche in normal. Gar nicht so toll, hier runter zu gehen. Können wir hier irgendwo was machen? Das ist ein geheimer Durchgang.
nicht so aus. Wer hat wieder nach oben? Sehr schön. Die kommen gar nicht runtergeflogen. Das Prinzip. Ist das wohl Bosszeit? Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wie immer. Noch ein Todesritter. Der sieht immer gewinner aus. Das wird ein interessanter Kampf. Ah, kann ich nicht. Wahrscheinlich nicht die Höhe der Säule. Soll ich durchrollen? Das hat nicht geklappt, weil mein Timing hat nicht gesessen. Oh fuck. Tot. Wenn hier seine Griffangriffe dazukommen, dann wird es ein großer Spaß. Griffe checkt hier immer noch nicht ganz. Also woran ich welchen Angriff man erkenne. Ah ja. Ach komm, ich hab's. Okay, in der ersten Phase diesen schnellen Blitzangriff kann ich wohl, weiß ich nicht, wäre schwierig zu erkennen. Wenn er in die Luft steigt, geht's. Die Schlagkombo ist jetzt nicht so kompliziert. Er wirft den Blitz und hat noch irgendeinen anderen Angriff. In der zweiten Phase hat er natürlich wieder seinen Griff, den er sich da wieder hochheilt. Sehr unangenehm.
Also gegen Blitzschaden hilft natürlich. Was? Habe ich nur plus 1? Ist ein bisschen lame. Angriffsserie mache ich eigentlich nicht wirklich. Ich mache Konterangriffe. Gibt es eigentlich dafür was? Kritische Treffer regenerieren. Nach jedem kritischen Treffer ist das eine Sache. Kritische Treffer regenerieren FP. Sachen. Abwehrkonter. Was heißt Abwehrkonter genau? Das ist Guardkonter. Das ist nicht ein Parry, oder? Das ist, wenn ich halt blocke und danach den schweren Angriff als Reaktion mache. Jetzt gucke ich mal nach, ob ich das richtig verstehe. Mit dem Krummschwert, Talisman. Ja, das betrifft tatsächlich nur die Guard-Counter. Schade, aber ich habe was anderes rausgefunden. Dass ein Talisman gibt, der ganz cool für mein Parry-Bild ist. Habe ich bloß nicht. Den werde ich mir, glaube ich, nochmal holen demnächst. Verringert erlittenen Schaden durch kritische Treffer. Ja, das nehme. Angriffsserie ist halt nichts, was wir gerade brauchen. Erniedrigen. Da regeneriere ich, wenn ich ihn critte. Wenn ich halt was mache, was ganz nett ist. Kann man Blitz zumindest blocken, was ganz nett ist. So gut ist. Bei Blocken will ich eigentlich eh nicht. Ich will ausweichen und parieren. Nehmen wir das mal. Stimmt, da liegt ja mein Shit. Ah, das ist wieder schlecht. Ich vorher schon bereut bin, war es dafür zu spät. Ich rechne, dass er gleich hinterherkommt. Okay, ich darf bei dieser Animation nicht zu früh rollen. Sonst kriegt er mich genau damit.
Aber natürlich auch nicht zu spät rollen, weil dann kriegt er mich auch. Der Trick. Sehr gute Trick. Ich glaube, ich probiere mal einen anderen Trank auch demnächst. Vielleicht auch jetzt einschmeißen sollen, weil der Kampf geht eigentlich nicht lange. Das ist diese Animation, die sehr lange geht. Ach ja, mein Shit. Ist da. Vielleicht mit meinem Angriff gerechnet erst. Fuck. Mich damit immer erwischt. Fuck. Das ist ein komisches Anstürmen. Ich habe auch gar keinen Bock drauf, wenn ich da hinter der Säule stehe. Allgemein relativ wenig Bock auf mich, habe ich das Gefühl. Holy shit! Dann rennt er erst gegen die scheiß Säule, aber dann ist er trotzdem schlau genug, da noch drum herum zu gehen. Finde ich toll. Der andere war doch vorhin viel schneller. Viel schneller. Kann ich nicht wieder gehen, Udi? Ist hier vorne gestorben. Ja, gut. Die zweite Phase ist ein bisschen nervig. Aber ich darf mich halt nicht grabben lassen, einfach. Das ist die gleiche Animation wie bei dem anderen. Und ich, beim ersten Mal ist sie so wahnsinnig schnell. Und danach ist sie plötzlich langsamer. Ist das nur bei diesen beiden Varianten unterschiedlich? Oder...
macht er es auch bei anderen Sachen. Das finde ich irritierend. Fuck! Gut, hat mich der Blitz noch erwischt, aber eigentlich bin ich ausgewichen. So wichtig, ich sie pariere. Nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich depp. Lass mich mal kurz in Ruhe, bitte. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, immerhin. Fuck, den Angriff schätze ich hier noch falsch ein. Nein. Puh. Das sind echt nervenaufreibende Fights gegen den, auch wenn die jetzt immer gut geklappt haben. Ist mir nicht so wichtig. Und es eigentlich ganz gut aussieht, das Ergebnis. Aber dadurch, dass man immer Angst haben muss, dass es sich heilt und es ein paar echt fiese Kombos hat, ist das immer eine Herausforderung. So, ich werde mir jetzt das Amulett holen. Das ist für solche Fights echt gut, wo ich mit dem Parry-Counter, mit dem Crit, mehr Damage mache. Was sagst du jetzt? Ist ja alles geklärt, Brudi. Nix sagst du halt, ne? Kann ich denn jetzt da rausreisen, auch wenn ich im Dungeon bin? Und dann könnte ich mir diese eine Stelle nochmal angucken. Ja, es geht jetzt sauber. Aber wenn man es einmal gemacht hat, dann darf man. Das finde ich gut. Weil ich habe das Gefühl, dass man noch einmal, aber vielleicht sollte ich mir noch genug Heiltränke mitnehmen. So, hier ist ein... Oder vielleicht gibt es den Block erst jetzt gleich. Eine Möglichkeit war hier von der Brücke zu springen. Okay, vielleicht auch nicht. Was ist denn mit den Augen passiert? Wenn ich ihn besiegt habe, den Todesritter, ist alles ein bisschen chilliger, oder wie? Nee, doch nicht. Never mind. Wäre auch zu nett gewesen.
Mein Fehler. Noch manchmal ein bisschen albern. Es tut mir leid. Ich muss mich bei euch entschuldigen. So. Ich mag es immer nicht, wenn sich dann die Reihenfolge dann ändert. So. Nein, Quatsch. Jetzt hab ich das. So, stopp mal jetzt. Den. So. Jetzt war die Reihenfolge falsch. Na egal. Unschön. Kann man eigentlich durchrollen? Man sieht das schon vorher. Ich mal auf eine große Rune aktiv. Das hier angucken. Ne, die Rune darf ich nicht angucken. Ich muss irgendwo. Was Interessantes in dem Raum oder war das nur Shit? Das war, glaube ich, nur Shit. Und hier wollte ich irgendwo nach unten springen. Noch hier. So, ich glaube, hier war der Teil, den ich von oben noch gesehen habe. Ist auch interessant, ob man zu den Zauberern hochkommt in dem Raum, der so ein bisschen tricky ist. Ah ne, aber man ist jetzt nur an der Stelle, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das ist jetzt da, wo ich den anderen. Nee, doch nicht. Nee, nicht. Dann ist eh nicht ausgerechnet, fand ich. Okay, aber wir kommen jetzt wieder raus. Wenn man hier reinspringt. Was eine Leiter. Nach drüben bin ich gekommen, wo die hinführt hier. Jetzt müssen wir mich unten umschauen. Okay. Oh, hier waren wir schon. Das ist der. Ah, okay. Na gut, war jetzt nicht sonderlich wichtig, aber das
Hatte ich irgendwie noch im Kopf, dass ich das ganz gerne besuchen möchte, diese Stelle. Dann werde ich mir jetzt das Amulett holen, was ich meine, den Talisman. Und zwar ist er im Haus Vulkan. Mal gucken, zu welchem... zu welchem dieser... Orte ich am besten reise. Das muss ich mal nachlesen. Also ich habe zumindest einen Guide hier gesehen. Schauen wir mal, Tempel von Aiklay. Da kommen wir eh nochmal, das muss ich nochmal machen. Gleich Rykard besuchen, wenn wir schon mal hier sind. Das passt dann ja auch. Ach, hier lang, okay. So, hier lang, dann ist der hier hochgefahren. Schon ein bisschen Weg, verschiedene Ansätze, um dahin zu kommen. So. Geht mir nicht auf den Sack. Das schon mal vorher nutzen. So, hier wollen wir lang. So, nochmal wieder zurückschauen. Da die Treppe hoch. Okay. Gesehen habe hier lang. Den Steinschwertschluss habe ich auch benutzt. Und dann hierhin. Okay. Im Multiplayer sind ja auch überall Nachrichten. Jetzt war ich schon mal hier. Gucken. Wenn das ein Typ. Was soll ich da hin? Mal schauen. In der Tat, hier lang. Wo war ich denn nicht? Was soll ich finden? Ist da noch irgendwas Interessantes da unten? Weil hier war ich noch nicht. Ne, nur so ein Schrein. Und da, das müsste er sein. Auch von der Seite gesehen haben. Der Dolch-Talisman, in der Tat. Ja, nice. Ja, das hätte ich aber letztes Mal schon sehen können. Und da ist auch noch was. Dann nehmen wir es doch gleich mit. Runenbogen. Oh, mein Gott. Kostenlos. So, dann kann man jetzt hier wieder auf die Eisenkäfige springen und dann wahrscheinlich nach unten gehen. Dann hat man das von der Seite abgeschlossen. Und der ist für Bossfights echt nice, finde ich. Wenn ich mich halt da auf die Parries verlegen möchte, dann bekomme ich halt damit hier kritische Treffer, mehr Schaden. 17% müssten das sein. Und das ist mal ordentlich. Dann wollte ich nicht irgendwas anderes noch machen, weil wir hier sind. Ach ja, das machen wir einfach mal. So ein paar Bonussachen noch am Ende. Gönnen wir uns hier noch vielleicht was mit den Echos. Wie es sich aussieht. Kurz umgucken, ist hier oben was anders.
Heldenausrüstung. Alenias Flügelhelm. Silberrüstung von Loretta, die sah auch schick aus. 16. Gar nicht so schlecht. Radans Löwenrüstung, die haben wir schon. Und Veteranenrüstung. Malikevs Rüstung. Relanas Rüstung, oh schick. Verziert aus Silberstahl gefertigte Rüstung von Relana, der Zwillingsmondritterin. Die Lapislazuli-blaue Farbe, das Symbol Karias, hat noch nichts von ihrem Glanz eingebüßt. Die sah schon schick aus, die Rüstung, muss man auch mal sagen. Noch mal ein Video gesehen von jemandem, der sich damit auskennt, dass diese Bubrüstung, also so ein Brustpanzer bei einer Frau, wo dann halt das so ausgebeult ist für die Brüste, dass das ziemlicher Schwachsinn ist. Situation der Art. So. Aber es sieht halt schick aus, ne? Soll man machen. Malikevs Stulpen, das wollen wir alles nicht. Mal gucken, was sie hier so anbietet. So, was kriegen wir denn hier für? Moquin. Heiliger Speer. Echo des tanzenden Löwen. Zornige göttliche Bestie. Ist das ein Zauber oder was? Und Kriegsasche. Göttliches Bestien Froststampf. Ach, die Geschichte ist ein Talent, das den Zorn des Tanzes der göttlichen Bestie nachahmt. Gibt ein Bein hoch. Zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Verstärkt die Wirkung von Stürmen. Echo der Zwillingsmondritterin. Relanas Zwillingsmonat, das haben wir auch gesehen, das war super. Das sieht gut aus. Leichtes Großschwert mit blauen Schimmersteinen. Zwei Schwerter, die als eine einzelne Waffe fungieren. Bei zweihändiger Führung wird ein gerades Schwert mit eingravierter goldener Flamme in der linken Hand eingetragen. Hier und nur hier waren Mond und Feuer je zusammen. Einzigartiges Talent, Mond- und Feuerhaltung. Durchtränkt zwei Schwerter mit Magie und nimmt eine Haltung ein. Dann könnt ihr mit dem normalen Angriff Schimmerstein wirken oder mit dem starken Angriff, der einen Wirbelangriff ausführt, während ringsum Flammen ausbrechen. Die wiederholte Eingaben werden bis zu zwei Folgewirkungen. Die möchte ich doch sehen. Die beiden Sachen klingen nicht so spannend für mich. Braucht Weisheit und Glaube. Das wäre schon mal interessant. Könnte ich mir vorstellen, dafür mal umzuskillen. War aus Spaß. Aber wir können es ja trotzdem mal anschauen, wie es überhaupt aussieht. Kann es auch einhändig tragen, oder? Ach, hier darf ich nichts machen. Will ich hier noch irgendwas erledigen? Schmieden, Nahen, Aschen, nee. Kaufen, nee. Unser Allwissender, auch weg. Na gut, dann gehen wir zurück. Was haben wir jetzt hier gemacht? Telio, nee. Ach ja, wir haben alles gemacht und sind hier in die Katakomben am Skorpionfluss gegangen. Unterhalb dieses Gebiets. Wie wir dahin kommen, bin ich auch nicht ganz. Von oben wahrscheinlich. Wenn man hier lang geht und dann oben lang. Ist auch noch eine Möglichkeit. Den grünen Bereich habe ich ja offensichtlich auch nicht. Oder wir machen den Teleport hier hin. Und hier kann man natürlich noch hingehen. Okay, jetzt wird eine Menge getan. Ja, ich würde sagen, ich gucke auf der nächsten Folge. In der nächsten Folge suche ich mir eins der Gebiete aus. Dann werde ich mir eine neue Waffe mal ausprobieren. Und dann fighten wir da mal weiter. Das klingt gut, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.